Hallo, ihr Querlinge! Der Ex-Alp, die Bestie von Xarkor, ist unterwegs im südlichen Tal der Verbannten. Um genau zu sein, da ist so eine Art Ruine. Hier liegen zwei tote ehemalige Berserker. Die habe ich hier schon tot gefunden. Ich nehme an, die sind Opfer der widrigen Umstände geworden. Hier liegt das Tagebuch von einem, Ulfars Tagebuch. Und ein Besen. So. Lies mal. Ulfars Tagebuch. Da. Ulfars Tagebuch. 2 Monate. 2 Monate bin ich jetzt schon verbannt und ich merke jeden Tag, wie sehr mir das alte Leben fehlt. Warum nur musste ich aus Goliath geworfen werden? Bestimmt trägt man es mir noch immer nach, dass ich vor etlichen Jahren mit meinen Leuten vor Xarkor gescheitert bin. Aber es war ja auch nicht meine Idee, dieses dumme Weltenherz ausgerechnet vor die Haustür der Alps zu platzieren. Und jetzt? Jetzt schreibe ich diese Zeilen und frag mich, ob das der Lohn für all die Mühe sein soll. Zum Glück ist Zyr ebenfalls verbannt worden. Auf ihn konnte ich mich immer schon verlassen. Irgendwas stimmt mit Zyr nicht. Er ist ein junger Kerl und war nie für längere Zeit außerhalb Goliaths. Auch wenn unsere Lage übel ist, brauchen wir einen kühlen Kopf. Leider scheint er das nicht zu begreifen. Besser, ich rede ihm mehr Mut ein. Okay, langsam reicht es. Ich habe die Lebenserfahrung und er nichts. Dieser Hitzkopf versaut noch alles. Mitten in der Nacht macht der Idiot ein Feuer an und bringt uns in Gefahr. Als ich ihm gesagt habe, er könnte gleich einen riesigen Pfeil aufstellen, der auf unsere Position zeigt, hat er mich einen alten Schisser genannt. Mich? Ich habe meine Waffe nur noch am Mann, denn die Luft ist so dick, dass man sie in Scheiben schneiden könnte. Vielleicht sollte ich auch einfach... Punkt, Punkt, Punkt. Ah, verstehe. Die sind sich gegenseitig an die Wäsche gegangen. Nein, eher an die Gurgel. Und haben sich gegenseitig umgehauen. Deswegen liegt hier auch der Zweihänder. Ich hätte einen Zweihänder Rang 1. Da, im Haus. Und ich finde bei Zyr einen guten Löffel 63 Elixit und bei Ulfa eine gute Gabel und auch Elixit. Ah, schade um euch beide irgendwie. Zyrs Tagebuch, aha. Jetzt hören wir mal die Gegenversion. Irgendwo. Da. Zyrs Tagebuch. Ich bin vor ein paar Wochen zusammen mit Ulfa aus Goliath geworfen worden. Angrim ist nicht entgangen, dass ich nebenher noch meine eigenen Geschäfte abgewickelt habe. Tja, erst ist man sein bester Mann, dann nur noch eine Nummer auf der Abschussliste. Ulfa ist zwar ein alter Sack, aber er hat Lebenserfahrung. Vielleicht wird es hier draußen ja nicht so schlecht, wie ich dachte. Jede Nacht raschelt es draußen und man hört ein Knurren. Ich werde hier noch wahnsinnig. Habe Feuer gemacht. Ulfa war unzufrieden. Mir scheißegal. Außer seinen Lebensweisheiten kann er hier draußen sowieso nichts Wertvolles beitragen. Der Typ geht mir immer mehr auf den Sack. Wenn er den Mund aufmacht, kommt nur Mist dabei herum. Ich schneide ihm die Zunge ab, dann ist Ruhe. Okay. Statt ihre gegensätzlichen, nennt man das, gegensätzlichen Kompetenzen zu bündeln, haben sie sich gegenseitig umgehauen. Guter Teller. Hammer. Krug. 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 Gutes Messer. Mana, Trank, noch was Schönes hier. Zier und Ulfa. Von denen habe ich noch nichts gehört, aber das Angrim, die großer Elixitbeutel. Das Angrim, die verbannt hat, wundert mich nicht. Ich glaube, das einzige Problem, was die beiden miteinander hatten, war das Doppelbett. Wobei, nee, hier war ja noch ein Bett. Okay, sie mussten nicht im Doppelbett schlafen. Das hätte vielleicht zu Sturm geführt. Öllampe. Erstaunlich, dass das hier zu nehmen noch verboten ist, obwohl diejenigen, die es mal hatten, doch da liegen und nichts mehr davon haben. Land mal hier auf dem Stoff. Oh, hier, stimmt. Da war ja was. Heldilein, komm schon. Danke. Truhe. Ja, da ist gar nichts zu drin. Einfach. Ja, das stimmt. Ich finde einen Jägerhelm, Trockenfleisch, Metallschrott und einen kleinen blauen Stein immerhin. Das ist jetzt nicht so wenig für so eine Truhe.
Vor allen Dingen der Stein, aber auch der Jägerhelm, wenn man den noch anziehen wollte. Was ich im Moment nicht mehr so wirklich möchte. Eisenstangen gibt es auch noch. Schön. So, hier nochmal ums Eck. Müllcontainer. Nicht zu holen. Ulfa und Zür. Wolfskraut. Also diese Art von Regen lasse ich mir gerade noch so gefallen. Wenn es richtig blattert, dann wird wieder geschlafen. Was mache ich hier eigentlich? Das wollte ich mal. Scheiße. Beißer. Brauchst gar nicht so zu scharren. So, ich muss mal eine Tourenplanung machen, sonst irre ich hier unkoordiniert durch die Gegend. Falk hat keine Lust mehr irgendwie. Also, doch, da ist er. Ich wollte mir diese Ecke hier anschauen. Mit dem Häuschen habe ich es auch schon gemacht. Das Häuschen war ja außer der Reihe schon mal vorgezogen. Und dann wäre eigentlich diese große Fläche dran. Also, hier so ein paar Inselchen und dann am Strand mal zurück bis zum Steg. Und dann habe ich das, glaube ich, ganz gut im Blick gehabt. Davon wäscht sich ein Quitter, wie putzig. So, hier irgendwas. Was ist das da unter Wasser? Sind das Blumen? Das wäre ja ein grober Fauxpas. Es ist ein grober Fauxpas. Ich glaube nicht, dass Klatschmohn im Salzwasser unter Wasser wächst. Das glaube ich wirklich nicht. Auch nicht nach einer Elex-Mutation, glaube ich das. Kraut. So. Jetzt habe ich die Hütte gar nicht abhaken. Und dann habe ich ja gesagt, hier die Fläche. Das ist quer über die Straße oder über den Weg und dann da Richtung dieser roten Bäume. Da, wo es so komische Dschungellaute gibt, hier schon. Und meiner Erinnerung nach ist da vorne noch irgendwo eine Dschungelspinne und da ist noch irgendwo dann weiter hinten sind diese komischen, schwachen Wühler, die irgendwie Questwieder sind. Von denen habe ich ja mit Mühe und Not einen mal niedergerungen. Jetzt geht das alles sehr viel geschmeidiger. Aber es trotzdem nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Weil ich auch erstmal eine gute Schussposition brauche. Und Falk, naja, der kann zwar ein bisschen besser Nahkampf als der gute Duras, aber liegt trotzdem schnell im Dreck. Ich meine, ich hätte hier mal von da drüben irgendwann hier reingeguckt und eine Sumpfspinne gesehen. Ja, da ist sie doch schon. Falky Boy. Oh, sind das zwei? Nee, oder? Ja, die ist einfach noch schneller als ich. Ich schieße in deinen leuchtenden Arsch. Jawohl. Ach, wie schön, dass man sich nicht mehr so richtig um Sumpfspinnen sorgen muss. Das gibt dem Spielgefühl eine ganz andere Qualität. Der Regen wird allmählich ein bisschen übler. Ich hab keinen Bock auf solchen Scheiß. Kleiner Beißer. Ich habe ihn gar nicht getroffen mit dem ersten Schuss und trotzdem fühlte er sich angegriffen. Interessant. Hat für eine Mimose. Soll doch froh sein, wenn ich daneben schieße. Ach so, Pilze leuchten aber nicht. Das ist ja gemein. Ein Pilz ist offenbar kein Lebewesen. Aha.
Später, Papi, was sagst du dazu? Sind Pilze Lebewesen? Ich glaube fest daran. Natürlich sind Pilze Lebewesen. Sogar eine eigene Kategorie von Lebewesen. Pflanzen? Denn Pilze sind keine Pflanzen. Neodämmer sind Pilze Pflanzen. Okay. Pflanzen hier, Pflanzen da. Den Weg bin ich mal lang gelaufen und dann gab es hier vorne irgendwie so einen hässlichen Wühler und dann habe ich da oben noch den nächsten gesehen gleich. Der Ort hier ist ein wenig besorgniserregend. Da hast du nicht ganz unrecht, mein Lieber. Da gebe ich dir völlig recht. Speichern. Ich weiß, dass hier irgendwo diese Wühler sind. Das ist eine Art Wegkreuzung hier vorne. Die Sonnenbrille sollte mir eigentlich einen kleinen Vorteil verschaffen, dass sie mich nicht aus dem Nichts angreifen können. Da ist einer. Er ist geschwächt. Scheiße. Oh, das war Falk. Das war ich. Falk, manövriere den mal in eine... Du manövrierst gar nichts mehr? Das ist halt auch ein Wühler. Mit Wühlern ist nicht zu spaßen. Der läuft jetzt irgendwie den Weg runter oder den Weg lang oder sowas. Ich habe mehr Viehzeug pullen. Ich brauche einen Falk, der den Hammer auspackt. Da ist Falk. Geschwächter Wühler. 2 von 5. 3 fehlen noch. Ist mal was. Falk, du wirst jetzt noch ein paar Mal irgendwie Körperteile deiner Wahl hinhalten dürfen. Falk? Wo ist der? Das ist günstig eigentlich. Okay. Ich habe da hinten irgendwie jemanden im Visier gehabt, irgendwie. Galen, Gala oder so ähnlich. Ich konnte es nicht genau lesen. Aber das wird vielleicht ein NPC sein. Geschwächter Wühler. Also 2 sind hier noch. Die Frage ist, wo? Ich meine, was zu hören. Da unten. Wieso werden die denn nicht... Schlecht. Aber Achtung, die können Fernkampf. Wo bist denn du? Er ist wütend. Wieso kannst denn du mich so gut... Das haben sie sich selbst angespuckt. Ja, der eine kann gerade nicht. Das ist gut. Und ich lande Treffer. Sehr schön. Die Geschichte ist bald erledigt hier. Abgeschlossen. Paranoid. Ach so, das gab jetzt auch Quest-Erfahrung. Naja, okay.
Falk, wir haben eigentlich keinen Kampf mehr. Das sollte zumindest so sein. Gucken wir mal. Da unten ist noch irgendwie ein Federvieh, aber es wird wohl nicht das Problem sein. Keine Ahnung, warum Falk noch so in Rage ist. Egal, ich hänge mir mal ein anderes Ding um den Hals. Und jetzt gehe ich mal zu dem Typen hier oben. In der Hoffnung, dass der derjenige ist, der hier eine Queste vergibt und dass man überhaupt mit ihm reden kann. Die greifen mich nicht an, das ist gut. Galar, Verbannter und Egil. Egil, was denn eh neben gelassen? Egil ist ein Bauer, nein, ein Knecht in Gothic 2 auf dem Hof von Akiel. Irgendwie nervt mich gerade diese Kampfmusik. Moment mal. Ich muss mal gerade ein Stück weit wegrennen, damit Falk zurückgesetzt wird. Ich habe keinen Bock, diese Kampfmusik zu haben, während ich hier irgendwie mit diesem Typen rede. Alles gut? Falk, hast du dich beruhigt? Ja, hast du. Unser Aufenthalt hier scheint mir äußerst riskant. Ja, das stimmt. Du bist Egil. Ich rede mal mit Galad. Ich habe mich zuerst im Fokus gehabt, glaube ich. Aha, noch ein Überlebender. Dem Pilger sei Dank. Du bist kein Outlaw. Willst du etwas Bestimmtes? Hast du eine Ahnung, dass ich ein Outlaw bin? Hahaha. Hast du etwas gegen Outlaws? Ja, habe ich. Ich habe schlechte Erfahrungen mit ihnen in meiner Vergangenheit gemacht. Aber das ist nicht dein Problem. Naja, da du nicht von den Berserkern in einen dieser Käfige zum Sterben gesteckt wurdest, kannst du kein so übler Kerl sein. Sag, was willst du? Was ist das hier für ein Ort? Wir sind alle hier Verbannte, die etwas in Goliath verbrochen haben. Und wir sind noch die Glücklichen. Wir haben hier die Chance, unseren Namen wieder reinzuwaschen. Ein paar Monde hier Holz hacken und das Leben im Wald überleben und wir dürfen wieder zurück. Warum holt sich Goliath sein Holz nicht woanders her? Wenn wir in sicherem Gebiet unsere Strafe abarbeiten dürften, dann wäre es wohl kaum eine angemessene Bestrafung. Ich sehe ein, was ich getan habe, war falsch. Und ich werde das Beste tun, um zu meiner Familie zurückzukehren. Kopf unten halten, nachts nicht rausgehen und alle merkwürdigen Geräusche ignorieren. So überlebt man den Aufenthalt hier. Du hörst nachts merkwürdige Geräusche? Die Geister des Waldes. Es ist schon häufig vorgekommen, dass sie sich den ein oder anderen von uns geholt haben. Aber ihnen ist es egal, ob ihre Nahrung noch lebt oder schon tot ist. In letzter Zeit verschwinden auch immer wieder unsere Vorräte. Naja, besser sie holen unsere Vorräte als uns. Moment mal, in der Nähe hier ist doch die Banditenbiene und da habe ich doch eine Nachricht gelesen von wegen irgendwelche Verbanden in der Nähe und wir besuchen sie regelmäßig, um uns Vorräte zu klauen. Ich glaube, diejenigen, die hier Vorräte klauen, sind nicht die, die irgendwelche Leute verschleppen. Geister vergreifen sich an euren Vorräten? Es klingt unwahrscheinlich, aber es ist jetzt schon öfters vorgekommen. Deswegen sollte sich hier nachts keiner mehr draußen aufhalten. Das Risiko, von ihnen geholt zu werden, ist einfach zu groß. Hast du die Geister gesehen? Ich persönlich nicht, aber wer tut das schon? Jeder, der sie sieht, kann nicht mehr davon berichten. Du kannst es ja gerne versuchen, wenn du deines Lebens müde bist. Ich will diese Geister sehen. Es ist deine Entscheidung. Es gab hier schon mehrere, die denselben Wunsch hatten. Nachts hörte man sie schreien und kämpfen. Wenn alles wieder still wird, sind sie entweder tot oder verschwunden. Wenn du das wirklich möchtest, dann wartest du am besten bis Mitternacht.
Wie gesagt, manchmal vergreifen sie sich an unseren Vorräten. Wenn du willst, kannst du dort auf sie warten. Es war schön, dich kennengelernt zu haben. Geräusche im Dunkeln, im Dunkeln. Schreibt man da Dunkel da nicht groß? Die alte Piranha-Beiz-Krankheit. Schreibfehler in Questbenamungen. Du bist jetzt der Typ, mit dem ich geredet habe. Wer bist du? Wieso sehe ich den Namen nicht mehr? Hoffentlich überlebe ich das alles hier. Nee, du bist der. Ach, jetzt habe ich wieder Verbannter. Bist du Egil? Und? Wofür haben sie dich verbannt? Nein, warte. Lass mich raten. Du hast dich nicht an die Gesetze gehalten, richtig? Das ist ja eine grobe Einstufung meiner Missetaten. Ich bin nicht verbannt. Zumindest nicht von eurer Sippe. Nicht? Aber was machst du dann hier? Bist du etwa freiwillig hergekommen? Naja, ich hoffe einfach nur, dass ich bald wieder zurück nach Goliath darf. Du bist ein Weichei. Du bist ein Verbannter? Ja, mich haben sie hierher zum Arbeiten verdonnert. Einen Freund von mir haben sie an den westlichen Rand des Waldes verbannt. Vermutlich ist er längst von den Viechern hier im Wald gefressen worden. Oder Schlimmeres. Möchtest du, dass ich deinen Freund suche? Nein. Selbst wenn du seine Leiche finden würdest, bitte erzähl es mir nicht. Ich will es gar nicht wissen. Hauptsache, ich bin bald wieder in Goliath. Dann kann ich all das hier endlich vergessen. Wetten, sein Freund heißt Enim. Das wäre die geilste Anspielung auf Gothic 2. Warum bist du hier? Meinst du, was ich verbrochen habe, um verbannt zu werden? Oder was hier meine Aufgabe ist? Wofür bist du verbannt worden? Hab mich nicht an die Gesetze gehalten. Hatte eine dieser Klerikerwaffen zu Hause rumliegen. Hat Angrim vom Eisenclan gar nicht gefallen. Und jetzt sitze ich hier in der Scheiße. Monster überall um mich herum und keine Waffe zum Verteidigen. Solange diese Biester nicht verschwunden sind, setze ich keinen Fuß hier raus. Ah, das ist der Questgeber für diese komischen Verbannten, die geschwächten Wühler. Die Kreaturen im Wald sind erledigt. Vielen Dank. Wirklich. Leider kann ich dir nichts geben, da ich nichts besitze. Ich wüsste zu gern, wo diese Mutanten eigentlich herkommen. Ich weiß nur, dass sie häufig zusammen mit den Alps auftauchen. Aber das ist auch schon alles, was wir wissen. Aber egal, wo sie herkommen. Wichtig ist, dass sie jetzt weg sind. Danke dir. Ach, da gab's noch nicht mal mehr irgendwelche... Ach, schade. Was genau ist ein Verbannter? Wir sind die Vergessenen, die Abgelehnten und Ausgestoßenen. Wir sind die Opfer der Gesetze der Berserker, für die wir unser Leben gegeben haben. Nur um von ihnen in die Wildnis ausgespuckt zu werden. Das ist es, was wir sind. Verbannte. Ich geh dann mal los. Ich wünschte, sie würden einfach mal auf mich hören. Da ist er wirklich selbst dran schuld. Keine Belohnung, keine weiteren Erfahrungspunkte, das ist aber schade. Ich habe gerade keine Zeit. Doch, du hast Zeit, du willst noch nicht mehr reden, du Sack. Ist hier noch einer? Ne, den werde ich ja sehen, weit und breit. Das ist verboten, das zu nehmen, aber das sieht doch gerade keiner. Jo. Sieht gerade keiner. Dann stört auch keiner, dass ich hier bin. Und man sieht durch die Mauer, ob sie kommen. Schön. Großer Heiltrank, Kelch, guter Teller, Krug, Krug, Löffel, Gabel, Schere, Licht. Nee, Messer, Gabel, Schere, Licht, nicht Löffel. Oh, ihr seid ja doof. Lasst euch ja voll von mir ausnehmen. Ohne auch nur mit der Wimper zu zucken oder auch noch irgendwas zu tun, um eure Habe zu sichern. Aber wahrscheinlich glauben die meisten immer noch, ich wäre auch ein Verbannter und käme hier sowieso nicht weg. Und wenn ich es mir nehme, dann kann man es von mir auch zurückfordern. Ich habe sogar eine verschlossene Kiste hier. Wow. Irgendwie den Anführer scheint es bei euch auch nicht zu geben.
Ich finde eine Anleitung für einen großen Mana-Trank im Tal der Verbannten. Da. Was war alles hier? Jo, dann Krug. Wäre dann noch die Truhe, aber jetzt kommt gerade wieder einer. Wo gehst denn du hin? Ich glaube, der würde mitbekommen, wenn ich an der Truhe rumfummle. Ja, das würde er. Dann kommt die Truhe mal auf die Liste. Das hier darf ich nehmen. Aha. Okay. Gibt's das auf dem Dach bei euch? Einen Köcher? Nee. Na gut, lieber Held. Dann denke ich mal, wir machen hier Schluss. Und weiter mit der Erkundung der näheren Umgebung von dieser seltsamen Verbandenbehausung. Und dann vielleicht auch mit einem kleinen Schläfchen bis Mitternacht, wenn die Geister angeblich kommen. Und der Truhe, beziehungsweise ihrem Inhalt. Mit all diesen schönen, lustigen, spannenden, aufregenden und schwer prognostizierbaren Ereignissen geht es dann weiter ab dem nächsten Teil. Bis dahin!